Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Fly and Game. In diesem Video geht es um den ersten Teil des Fluges von Bremen nach Sylt. Das beinhaltet die Startvorbereitung, das Rollen zur Startbahn, dann der Start und den Steigflug bis zur Reiseflughöhe. Wir fliegen heute mit der Beechcraft King Air C90. Das ist ein zweimotoriges Geschäftsreiseflugzeug. Sie wurde erstmals 1964 in Dienst gestellt. Dann schauen wir mal ins Cockpit. Batterie einschalten. Den Flugplan habe ich im Vorhinein schon eingegeben. Jawohl, das passt. Dann bitten wir mal die Flugsicherung um die Freigabe. Jawohl. Das dauert immer ein kleines bisschen. Squawk 2310 müssen wir mal einstellen hier. Das melden wir zurück. YC395 November 45 X-ray Sierra. Read back correct. Contact me again when ready for startup. Okay. Dann werden wir mal vorbereiten zum Starten. Inverter ein, Beacon, Strobe Light, Love Light. Okay, dann fragen wir, ob wir dürfen. Startup approved. Gut, wir beginnen mit der rechten. Ignition ein. Condition Lever auf Low Idle. Startknopf. Auf. Ignition aus, Generator an. Dasselbe jetzt mit der linken. Ignition ein, Condition Lever, Low Idle, Startknopf und sie dreht schon an. Jawohl,
dann wären wir bereit zum Rollen. Fragen wir, ob wir dürfen. Request Taxi. Taxi heißt das Rollen zur Landebahn oder von der Landebahn zum Gehen. YC395 November 45X Sierra. Taxi to runway 23. Contact tower on 134.82 and on holding point. 134.82. Ist dann der Tower und die Runway 23. Das ist die kürzere der beiden Rollbahnen in Bremen, aber für diese Maschine ausreichend. Ja gut, dann geht's los. Taxilicht einschalten. Es ist nicht ein allzu langer Weg hier zur Rollbahn. Bei den kleinen Flughäfen sind die Wege nicht so enorm. Bei den größeren kann man schon etliche Zeit unterwegs sein, bis man wirklich bei der Rollbahn ankommt. Ist schon bemerkenswert, was mit dem X-Blender abgeliefert wurde, schon in der Standardversion. Für mich persönlich der beste Flugsimulator, den es zurzeit am Markt gibt. Ein bisschen bergauf, da müssen wir ein bisschen anschieben. So, jetzt sind wir gleich da.
C395 November 45 X-ray Sierra. Contact tower on 134.82. Have a nice flight. Ja, danke schön. Die Frequenz wieder einstellen. Das ist dann so, dann fragen wir, ob wir starten dürfen. Okay. Condition level full. Autopilot Voreinstellungen. Auf 6000 dürfen wir durchstarten. So, Taxilicht aus, Landing Lights an, Klappe auf 1, und los geht's. Wir holen jetzt auf die Startbahn. Ist sie schon unsere 2-3. So, Runway Heading eingeben. Es geht los. Fahrwerk einziehen, Klappe einziehen, und wir sind unterwegs. Hundertvierundzwanzig, 80. Bremen Radar. Right heading 1-1. Jawohl. Eine Rechtskurve auf den Kurs 1-1.
schon dahin. Die Hälfte von unserem Steigflug haben wir jetzt schon geschafft. Im grünen Bereich. Natürlich, da können wir ausschalten. Standby-Füllpumps können wir ausschalten. Sechshundert haben wir. 6000 Fuß, das sind circa 1800 Meter. Hier oben im Flachland, da gibt es keine Berge. Da ist das völlig ausreichend. Noch 1000 Fuß. Verstanden. Ja, auf diesem Kurs, das bringt mich jetzt genau auf den ersten Wegpunkt, wie ihr seht. Jetzt fliegen wir noch zum ersten Wegpunkt. Da passt noch alles. Jawohl.
der erste Wegpunkt ist erreicht. Da drehen wir jetzt ein auf Kurs 51. Und so sind wir im Reiseflug. Das war's dann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Wünsche, Anregungen und dergleichen bitte in die Kommentare. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.